Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dieser Aldi-Drohne. Wir werden sie mal einschalten, schauen uns das App an, was man alles drauf machen kann. Ja, bin sehr gespannt drauf. Und mit dem Fliegen, ja, leider ist es draußen, ihr seht, schon dunkel geworden. Da müssen wir uns wahrscheinlich erst Wochenende uns da mal einigen. Okay, bleibt dran und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Jetzt werde ich das Ganze mal aufladen. Hier ist ein Ladekabel mit dabei. Das muss ich dann hier reinstecken. Ich brauche wie gesagt zwei USB-Buchsen. Und siehe da, es blinkt die dritte Leuchte hier. Wenn man voll wird, wird dann quasi immer die andere Leuchte dann brennend. Wenn ganz voll wird, wahrscheinlich dann alles vierständig leuchten. So, jetzt brauche ich noch Ladekabel, das muss ich mir extra besorgen für die Fernsteuerung. Ich stecke das hier in die Fernsteuerung ein. Und hier brennt ein rotes Lämpchen. Also die Lampe leuchtet hier rot. Sobald der Akkuladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die ganze Sache grün. Und ist dann So, vollgeladen. wie man hier sehen kann, leuchtet die Lampe grün. Das heißt, die Fernbedienung ist voll. Und der Akku brennt dann auf der dritten Lampe. Der wird wahrscheinlich noch eine Zeit brauchen. So, die Lampe blinkt hier am letzten. Der Akku müsste jetzt gleich voll sein. Der Akku ist jetzt hier voll. Können wir abziehen und dann die Drohne anstecken. Noch gemacht, wo halt schon immer. Hier haben wir unser Dröhnchen und Akku ist aufgeladen. Mal hier drauf gucken nochmal hier. Jetzt geht die Drohne auch an. Ihr seht, wie sie hier blinkt. So, und dann schalte ich die Fernbedienung ein und es fängt was an zu blinken und zu machen. Und ihr seht immer noch hier, habt ihr hier ein weißes Licht, das blinkt. Das Besondere dran ist, ihr müsst wirklich hier nochmal das Ganze deaktivieren. So, jetzt habe ich immer noch ein rotes Pünktchen. Jetzt gucke ich einfach mal in die Handy-App, was da so spricht. Hier verbindet die Drohne. Und gehe hier auf Maginon Fly GBS. So, hier cooles App, macht den User wirklich alles sehr einfach. Ihr habt hier nochmal am Anfang eine Quick-Start-Geschichte. Wenn ihr unterwegs auf dem Flugfeld seid und euch fällt euch das nicht ein, wie ihr das machen müsst, hier wird nochmal erklärt. Erst die Drohne auf einer ebenen Fläche hinstellen und dann, wie gesagt, nach oben und nach unten bewegen. So, jetzt muss ich jetzt die ganze Sache mit WLAN verbinden. Und dann geht es schon zum Kompass kalibrieren los. Hier der Kompass, wenn er nicht in Innenräumen benutzt werden kann. Und kann ich Werkseinstellungen zurückhalten. Starten und anhalten ist mir ganz wichtig. Hier, wenn ich die Drohne starten will, das machen wir alles nochmal hier. Kann man alles nochmal schön angucken. Die Quick Start Guide. So, jetzt gehen wir zurück. Hier wähle ich die Drohne. Hier habe ich meinen Ordner noch, wo ich die ganzen Videos und Fotos speichern kann. Zum einen mal werden sie hier auf die Speicherkarte gespeichert. Die muss ich jetzt noch einlegen, hier unten dran. Und gleichzeitig werden die hier auf das Handy gestreamt. Hier seht ihr auch nochmal die Drohne mit 100% und hier die Fernbedienung 83%. Jetzt gehe ich hier auf Start. Und ja, sehe ja schon ein Live-Bild. Und kann die hier schon einklemmen.
Und hier habt ihr schon zu einige Sachen. Wartet nur immer auf GPS-Signal. Blinkt noch wie verrückt hier. Und ja, habe hier vorne dran, wie gesagt, die Geschwindigkeiten. Bin jetzt in den anderen Modus gegangen, habe hier drauf gedrückt. Das heißt, ich kann jetzt hier ohne in den Innenräumen fliegen. Also jetzt blinkt jetzt hier nicht mehr. Hat aber hier, wie gesagt, kein GPS-Signal. Kann ich hier mit diesem Tool, kann ich hier die Sachen eindrücken. Hier kann ich starten, hier kann ich landen. Hier kann ich so einen Verfolgermodus machen, wo die Drohne mich streckt. Und hier kann ich nochmal einen Kreis fliegen. Hier Verfolgermodus. Hier, wenn sie zum Ausgangspunkt zurückkehren muss. Und hier starte ich die ganze Sache, hier lande ich die ganze Sache. Und hier kann ich eine Gestensteuerung, machen. Ihr seht hier, soll ich anpassen, Lichtverhältnissen, Video aufnehmen, volle Hand und Fotos aufnehmen, eben das Signal geben, das andere Handzeichen. Hier kann ich ein Foto machen und hier mache ich ein Filmchen. Hier seht ihr leicht, wie es blinkt. Und hier kann ich wohl eine Sprachaufnahme machen. So, wartet immer auf GPS-Signal, das funktioniert jetzt hier nicht. Das ist jetzt verabschiedet. So, jetzt noch 75% auf der Anlage drauf. Hier können jetzt für Anfänger ist vorprogrammiert die Flughöhen 30 Meter, 25 Meter, 30 Meter. Und wenn ich hier auf Anfängermodus den verlasse, dann kann ich hier die Flughöhen dann verändern, wie ich möchte. 100 Meter hochfliegen, Flugentfernungen und so, und kann das ganze Sache speichern. Ja, das war es eigentlich hier schon. Also die ist schon sehr, sehr einfach gehalten, nicht zu überfrachtet. Ja, und hier oben drüber habe ich noch ein paar Funktionen. Hier kann ich Wegpunkte fliegen, das ist aber deaktiviert, weil nämlich kein GPS ist, vorhanden ist. Dann kann ich hier die Videos nochmal sehen. Dann kann ich hier die Flugdaten aufzeichnen, mir angucken, die aufgezeichnet worden sind. Und hier eine 3D-Brille einschalten. Und hier kann ich das Bild um 163 Grad drehen. Ja, und hier kann ich mit dem Rad hier, kann ich die Kamera neigen und senken. Die kann ich wirklich ganz auf den Boden drehen. Und wieder zurück. So, ich habe jetzt hier keine Speicherkarte gehabt, also das wird auch dann ohne Speicherkarte gestreamt. Hier könnt ihr euch schon angucken, ohne Ton natürlich. Also hier die ganzen Filmchen hier, die ich jetzt eben gerade hier gemacht habe, hat er hier gespeichert. Wie gesagt, hier nochmal runterdrücken. Klickt da einmal. Dann zweimal in der Fliegnummer nach unten drücken, dann landet der Ganze. Wie gesagt, ein bisschen gefährlich jetzt hier, Zimmer bei mir. Und ja, wie gesagt, starten und landen euch wirklich genau vorher nochmal anschauen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie ruhig und werde ich natürlich auch darauf eingehen, versuchen im nächsten Video. Und ich hoffe, beim nächsten Video, dass wir jetzt endlich in die Luft gehen können und
dass man einen Eindruck machen kann von der Kamera, wie es stabilisiert, wie das Footage aussieht und ja, wirklich spannende Fragen. Bis jetzt hat die Drohne wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht, auch das App ist nicht zu überfrachtet. Man kann viele Sachen durch einstellen, ist nicht so ganz einfach gehalten wie die einfache, aber ich finde, es ist ein gut designt und ja, freue mich aufs nächste Mal und bleibt mir gewogen. Bis dann. Ciao.